Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ja, willkommen zu Angel Dust. Das, ja, wohl komisches Spiel, was ich kenne. Ich meine, guckt euch mal die Grafik an. Ich nehme jetzt mal hier so einen Bauern. Logge mich mal ein. Und los geht es. Jawohl. Das sind wir. Das ist unsere Online-Stadt. Also, ich wohne hier nicht alleine. Das Spiel läuft nämlich online. Und da drüben steht sogar schon ein Haus. Wir können jetzt hier hingehen. Und ich kann jetzt hier mit der Schaufel diese Blöcke zum Beispiel entfernen, den Gravel. Und kann jetzt hier mit Linksklick ja, Gras hinbauen. Fehlen ja nur noch die Plantagen, ne? Dann, das wäre ja, ne? Grasplantagen, ihr versteht. Egal. Oh, was habe ich denn jetzt da gemacht? Dein Haus. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ich will mich mal von überzeugen, wie denn so ein Haus aussehen kann, wenn es denn fertig ist. Das ist cool. Das ist cool, ja. Hat auf jeden Fall was Mittelalterliches, das Spiel. Und was ich richtig krass finde, ist einfach mal die Grafik von dem Spiel. Ich meine, die ist 3D, 2D. Die Charaktere sind 2D, aber das Spiel ist 3D. Und hat halt so einen Comic-Stil. Ich suche jetzt mal nach ein paar Spieler. Ich gehe jetzt mal hier raus. Hat ein bisschen was von den früheren Minecraft-Servern, wo du dir, wo du ein Grundstück bekommen hattest und wurdest dazugewiesen. Irgendwie hat das was davon. Hier das Burgtor. Die Mauer und ich kann jetzt hier einfach rausgehen. Und Material sammeln, glaube ich. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom Spiel. Gucken wir mal. Ja, was ich nicht verstehe. Ich fälle den Baum. Okay, hier geht's ja noch nicht mal. Aber irgendwie kriege ich kein Holz. Warum auch immer. Voll komisch. Naja, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen um. Wir erforschen das Spiel einfach mal zusammen. Ich habe es bei Steam gefunden. Und ich meine, es ist kostenlos. Ein Video kann man ja mal drüber drehen und sich das einfach mal genauer angucken. Wie der rumquietscht, Alter. Was verliert der denn da? Das hört sich an, Alter. Was verliert der denn da eigentlich? Kot oder was? Oder was soll das sein? Ja, Leute, ich bin Tierschützer. Ich glaube, das hat wehgetan. Alter, wir schlachten hier voll die Frische ab. Oh, die armen Tiere. Wisst ihr, wie die hier am Rumquietschen sind? Was ist das denn da drüben? Gold? Oh, guck mal, ein Vögelchen. Bleib stehen. Ich hau dich kaputt, Junge. Neue Kreatur entdeckt. Nothing like that. New treasure smell. Okay, jetzt haben wir schon einen Vogel geschlachtet. Und Frösche. Was können wir mit dem Gold eigentlich machen? Ich habe jetzt nicht direkt irgendwie einen Shop oder sowas gesehen gehabt. Komm, wir sprinten mal ein bisschen. Und wird das Bild eigentlich heller, wenn ich laufe? Das sind so Fragen, die man sich so fragt, ne?
Aber die Welt ist echt ganz schön groß, wenn du einfach mal auf Erkundungstour gehst. Was haben wir denn hier jetzt? Eine Spinne. Immer neue Gegner. Einen Schleicher. Alter, die Sounds sind abnormal komisch. Oh, divine. Wow, ein Goldstück. So, ich habe jetzt 2700 Gold. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Erde, neues Material freigeschaltet. Genau, also eigentlich müsste ich ja, wenn ich jetzt hier ein Holz kaputt mache, müsste da doch kommen, neues Material freigeschaltet, Holz. Oder meint er nicht? Aber irgendwie ist das nicht so, keine Ahnung warum. Einfach mal wahllos hier alles zerstören. Ja, den einen Tag hatte ich noch, wie gesagt, ich hatte online gespielt gehabt und ich hatte eigentlich so viele Leute gesehen gehabt. Aber weit und breit ist hier niemand zu sehen. Obwohl, wenn ich jetzt gerade überlege, umso weiter ich mich hier jetzt von meinem eigentlichen Zuhause entferne, umso unwahrscheinlicher ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einen von den Leuten hier treffe. Ich finde den Grafikstil so besonders. Ich finde den eigentlich ganz, ganz schön. Ich dachte, ich kann das jetzt umbringen. Ja, du kannst auch, wie man schon am Anfang gesehen hat, nicht nur den Farmer spielen, sondern auch irgendwie eine Bogenschützerin, einen Ritter kannst du anzocken. Und ich glaube, wir wechseln gleich mal. Ich gucke mich jetzt eben nochmal um. Vielleicht entdecke ich jetzt hier nochmal was Neues. Oh ja, Wasser zum Beispiel. Die Grafik ist wirklich das Besonderste hier vom Spiel. Und es regnet und es ist Nacht. Die Musik ist auch voll schön. Was ist eigentlich das hier? Ah, okay. So ein Speicherstand, warum auch immer man das in einem Online-Spiel hat, verstehe ich bis heute nicht. Ich dachte gerade, da drüben wäre ein Haus gewesen, aber sah nur so aus. Ist die Welt eigentlich endlos groß? Weil guck mal, du entdeckst hier ja immer was Neues. Es macht schon Spaß. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch mehr Gegner gibt oder sowas. Oder ob man noch irgendwelche neuen Items entdecken kann. Die Sounds sind cool. Irgendwas schnurrt hier so. Hört sich an wie so ein Pferd. Tatsächlich ist das geil, Leute. Guck mal, wir haben ein Pferd gefunden. Ich glaube, das kann sich bestimmt wehren, wa? Nice, Alter, wir haben einfach Pferde gefunden. Was war das denn jetzt, ey? Was war das, Alter? Level 5 Wald? Ein Tarpan entdeckt. Ich muss es doch irgendwo nochmal eine Möglichkeit geben. Okay, hier kann man chatten. Irgendwo muss man doch. Okay, ist mein Inventar. Okay, ich habe einfach mal. ein Safe State gemacht. Quatsch, hier ein Dings gemacht, ein Bild. Ja, aber ansonsten, Leute, kannst du nichts mehr machen in dem Spiel. Also jetzt an Menü öffnen oder sowas. Aber immerhin haben wir ein Pferd entdeckt.
Ich weiß auch nicht, wofür das Level steht. Level 5? Wald. Sind wir Level 5 oder wie verstehe ich? Das ist ein Shop. Ah, cool. Bomben. Verteiler, Sprungfeder, Geschützturm. Das ist ja cool. Wollen wir uns mal was gönnen? Was zur Hölle ist ein Verteiler? Oh, okay, das wusste ich jetzt nicht. Alter! Ein Schatz! Hier gibt es ja ganz schön viele Items, oder? Und die halten natürlich dann, glaube ich, auch immer, ne? Ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, ich will erstmal einen Pflasterstein. Und den habe ich jetzt. Den habe ich jetzt. Das heißt, ich kann jetzt mein Haus bauen. Gut zu wissen. Ich wusste jetzt wirklich nicht, ja. Wo kriegt man das? Also, was ist mit dem Geld? Und, ne, und wie kannst du dir die Blöcke erholen, ne? Aber gut zu wissen. Also, ich muss jetzt die ganzen Gegner erledigen. Die geben mir dann Geld. Oder? 3022. Ich habe jetzt gerade da gar nicht so drauf geachtet, ob die mir jetzt Geld gegeben haben oder nicht. Level 5 weiß ich nicht, ob das so verschiedene Waldabschnitte hat. Oder... Na, schon wieder ein Pferd. Oder ob ich Level 5 bin. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Mehr. Boah, ist das schnell. Nee, dich kriege ich nicht. Der ist mir zu schnell, Leute. Umso länger ich das Spiel spiele, umso mehr Spaß macht mir das eigentlich. Ja, und man kann es wie gesagt online spielen. Da könnt ihr also auch mit Freunden zocken. Halt, stehen geblieben. Es kann nicht mehr, oh wie süß. Tatsächlich. Tarpan Level 2. Okay, so ein bisschen Geld kriegt man auf jeden Fall. Auch wenn es nicht viel ist. Muss ich ganz schön viele Gegner erledigen, wa? Das ist jetzt ein anderes Pferd, oder? Eine andere Farbe. Bin voll der Pferdekiller. Das ist eine Truhe. Leute, hier ist eine Truhe. Einfach mal so. And now we found the loot and we're happy. Anyone else notice that I'm becoming scary powerful? Okay, was bringt mir das jetzt? Ich habe eine Truhe gefunden mit zwei Items. Hm. Okay. Level 6. Ich glaube, wir sind Level 6, ne? Eins mit der Natur. Ich würde sagen, das würde endlos gehen. Ich verlasse die Welt jetzt nochmal. Angel Dust. Das sind die ganzen Klassen, die es gibt. Ich wechsle mal. Zeige euch mal die Jägerin. Let's do this. Let's do it. Okay, mein Pflasterstein. Ich kann jetzt hier hingehen. Und kann jetzt hier ganz simpel Minecraft-mäßig ein Haus bauen. Mit dem Block hast du halt im Unendlich. Ja. Kann man sich hier ein Haus bauen. Aber was ich nur nicht verstehe, wenn du das jetzt gebaut hast, ne?
Und du möchtest irgendwie noch eins bauen oder abreißen. Ich glaube, das wäre ganz schön. Also ich glaube, der musste hier alles nochmal zerstören. Aber naja. Dann ist das halt so, ne? So würde dann mein Umriss aussehen, wenn ich jetzt hier mir ein Haus bauen würde. Aber es ist halt leider... Die kann ja fliegen oder so, ne? Gleiten. Wie gesagt, normalerweise sind hier auch mehr Leute. Aber irgendwie... sehe ich gerade keinen. Und hier stand mein Haus letztes Mal auch schon. So, wir haben den Bogen. Auch ziemlich cool. Dann hauen wir mal wieder ab hier. Außendorf. Nee, tatsächlich, es gibt mehrere Levelabschnitte in dem Wald. Der ist also nicht unbegrenzt. Wir waren jetzt bei 5 oder so. Ich weiß nicht, ob es dann immer stärkere Gegner gibt oder sowas pro Level. Keine Ahnung. Ich mache mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss mal eben kurz auf Toilette. So, da bin ich wieder. Ich denke mal, so viel Neues wird jetzt nicht mehr dazukommen, gerade weil wir jetzt wieder hier in Level 1 Wald sind. Ne, Frösche hier kennen wir. Ich balle einfach mal auf den jetzt. Ne? Ah, ich treffe nicht. Alter, mache ich wenig Schaden. Du brauchst ja 10 Jahre, bis du immer mal wieder ein bisschen mehr Geld hast. Ich tausche jetzt nochmal den Charakter. Zeige ich euch nochmal den Ritter. Der hat ein Schwert. Hier baut doch wer, oder? Ah ne, das bin ich. Ich mache so komische Blech-Sounds. Hört sich ja ulkig an. Aber auch ich kann sprinten. Macht der wenigstens gut Schaden? Weiß nicht, wofür die Level bei den Tieren da sind. Ich meine, umso mehr Level die haben. Hey, keine Ahnung, ich kann mir darunter irgendwie nichts vorstellen. Ich glaube, umso weiter wir kommen, umso größere Tiere gibt es bei Level 1. Lol. Was ist das denn? Wer war das denn jetzt hier schon wieder? Ich glaube, ab Level 1, weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Gibt es dann hier die kleinsten und schwächsten? Und umso weiter man kommt, dann ne, gibt es halt andere Tierchen. Habe ich gerade eine Freundschaftseinladung geschickt? Da stand doch gerade irgendwas. Bam. Das ist ja cool. Okay. Die kann einmal zaubern. Oh. Hallöchen. Was macht ihr denn hier schon? Aber nicht so einfach zu treffen. Jawohl. Okay, man muss einen bestimmten Abstand halten. What a blessed find. Oh ja, Geld. Also ein bisschen laufe ich jetzt noch rum. Und dann kann ich ja mal mein Ergebnis zu dem Spiel sagen, wie ich so finde und alles. Ich sag's mal so, also für zwischendurch
Es ist auf jeden Fall mal wert, angeschaut zu werden. Wenn es denn schon kostenlos ist, kann man sich das einfach mal anschauen. Warum denn nicht? Kann man doch mal machen. Und ansonsten, ob man über einen längeren Zeitraum Spaß mit dem Spiel hat, weiß ich nicht. Alter, ist die Waffe krass. Aber ich denke mal, gerade für Kinder oder sowas macht das bestimmt Spaß. Also ist auf jeden Fall ganz cool, denke ich mal. Wer war das denn hier? Ich stehe überall Gitter und eine Truhe. This is great. I feel stronger already. Immer dasselbe drin. Aber cool, dass du hier wenigstens Truhen finden kannst. Was war das denn? Alter, die ist ja voll stark. Und warum kriege ich eigentlich immer nur... Ja gut, jetzt kriege ich 2 Gold, aber ich brauche mehr. Ha. Ja, gut, Leute. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Das war Angel Dust. Ein Spiel der etwas anderen Art habe ich so auch noch nicht direkt gesehen online. Gut, Minecraft-mäßig schon, aber die Grafik ist total besonders hier, finde ich. Also so Cartoon und 2D und ist mal was anderes. Die Musik ist richtig schön und man hat sich auf jeden Fall schon ein paar Gedanken, glaube ich, gemacht. Ah, ich glaube, das ist ein anderer Vogel. Oder? Ja, tatsächlich. Gibt doch andere Vögel, okay. Du kriegst wirklich am meisten Geld durch das Finden der Tiere. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Leute, es ist kostenlos. Tut niemandem weh, wenn man es mal spielt. Außer vielleicht, weiß ich nicht, Gigabyte-Verbrauchung. Aber ja. Bis zum nächsten Mal.